Dein Name? Peter Knebel. Dein Alter? 54 Jahre. Deine Position? Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Dein größter Erfolg? Olympiateilnahme 2012 in London. Deine größte Schwäche? Ich will zu schnell zu viel. Peter, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Wir möchten über den Nachwuchs sprechen, kommen aber nicht drum herum, vielleicht am Anfang erst einmal auf unsere aktuelle sportliche Situation bei den Profis zu schauen. Das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Welchen Eindruck hast du gewonnen? Ich hatte von diesem Spiel, wenn man es inhaltlich anguckt, einen sehr viel besseren Eindruck. Also die Tendenz zeigt für mich jetzt, was das Fußballerische betrifft, nach oben, weil dann nicht nur eine halbe Stunde gut war, sondern ich sag mal 60 Minuten haben wir sicherlich auch dagegen halten können, hätten mit dem 2-1 wahrscheinlich auch den notwendigen emotionalen Schwung noch bekommen. Es sieht natürlich wieder brutal aus vom Ergebnis her, aber die Art und Weise stimmt mich zuversichtlich, weil sie auch auf dem fußt, was wir in Gladbach gesehen haben. Die physischen Werte vor allen Dingen sind okay. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Laufwand betrieben worden. Deswegen kann ich den Ärger sehr teilen. Nichtsdestotrotz ist Leverkusen natürlich die bessere Mannschaft. Aber ich glaube, wenn man sich selber bestätigen will, dass man auf dem richtigen Weg ist, dann gibt es Anlass genug. Und wie überall zu lesen ist, es gilt einfach in den Spielen gegen die Mannschaften auf Augenhöhe das zu bestätigen, was uns jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen nicht vergönnt war, weil da hätten wir zu einem guten Torwart auch noch einen guten Schiedsrichter gebraucht, der in der entscheidenden Szene vielleicht für uns gepfiffen hätte und auch die nötige Coolness bewiesen, die man braucht, wenn man bei so einem Stand dann einen Elfmeter schießt. Von dem her, doch leicht positiv, allerdings sind die Spiele gegen die fußballerisch guten Mannschaften auch immer ein bisschen einfacher zu spielen. Und gegen Augsburg und vor allen Dingen gegen Freiburg mit dem heißen Christian Streich, wie er es jetzt schon angekündigt hat, und dann gegen Bielefeld, das werden dann natürlich nochmal eine ganz andere Art. Aber wenn wir den gleichen Aufwand betreiben und so mutig sind, dann glaube ich, werden wir unsere Chancen kriegen. Ich hatte den Eindruck, dass unsere Mannschaft aber selbstsicherer und selbstbewusster wirkte als zuletzt im Spiel gegen Leverkusen, oder? Jetzt ist immer die Frage, an was macht man das fest, dass sie selbstbewusster werden? Körpersprache? Ja, und vor allen Dingen geht es immer um Anspielstationen. Um Anspielstationen unter hohem Druck. Die Geschwindigkeit, die heute auf dem Platz gespielt wird, die ist nicht zu unterschätzen, die sieht man auch nicht. Das heißt aber, die Räume sind extrem eng. Um den Ball richtig zu verarbeiten. Das hat man beim 0-3 zu unserem Nachteil gesehen. Wir haben aber auch so welche Momente erwischt. Und von dem her glaube ich, dass die Anzahl der Anspielmöglichkeiten für jeden einzelnen Spieler, das ist ein Indikator für mich. Natürlich dann auch die Anzahl erfolgreicher Pässe, aber die steigt eben auch, wenn mehr Leute den Ball haben wollen. Und das ist nicht einfach. Man sieht das typischerweise immer, wenn man ein Tor bekommen hat, weil danach erstmal jeder mit der Enttäuschung zu kämpfen hat und dann sind die Anspielstationen weniger. Das sind so Momente, wie Bayern München sie in den meisten Fällen eiskalt ausnutzt. Die Leverkusen aber nicht eiskalt in der Phase. Da haben wir uns aber wieder berappelt, sind wieder rausgekommen und von dem her glaube ich, das, was so 10 Minuten nach dem Rückstand dann entstanden ist, das war doch recht ordentlich. Auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass wir jetzt irgendwie die Chance gehabt hätten, in Führung zu gehen. Übertreiben müssen wir nicht, aber wir halten uns auch nicht irgendwie nur an der Hoffnung, sondern da gibt es meiner Meinung nach feste Indikatoren, die das aufzeigen, dass wir daraus was machen können. Müssen wir aber auch erstmal tun. Das ist alles sehr analytisch. Bist du ein analytischer Fußballzuschauer oder bist du manchmal auch emotional bei so einem Spiel? Das ist meine Profession, das ist meine Berufung. Aber ich muss die analytisch leben, weil sonst komme ich durcheinander mit den ganzen Informationen, die man abrufen kann. Ja, wer für mich, also wer mit mir Fußball guckt, der wird sehen, dass ich es halt so angucken muss, weil es mein Leben, ja, meine Berufung ist. Und von dem her habe ich diesen Zugang, so wie eine Krankenschwester, mit der man über jemanden redet, der krank ist, das wahrscheinlich auch so angucken muss.
Es gibt natürlich diese Momente und ja, auch ich kann vorm Fernseher stehen oder vom Küchentisch aufspringen, wenn ich was sehe, was mir nicht gefällt. Passiert mir allerdings eher selten, weil mein Auftrag doch eher derjenige ist, das mit der gebotenen Distanz auch zu analysieren. Einer, der, du hast es auch gerade schon angesprochen, beim Spiel gegen Leverkusen eine umstrittene Szene hatte, war Malik Chor. Der hat im letzten Jahr noch in der U19 gespielt. Bemerkenswert fand ich, mit welcher Selbstkritik er sich nach dem Spiel vor die Fernsehkameras gestellt hat. Spricht das für den Charakter eines solchen Jungen, eines Spielers, der aus der Knappenschmiede kommt, dass er auch selbstkritisch genug ist, wo er gesagt hat, ja, ich habe da vielleicht auch doof zum Ball gestanden? Ich fand zwei andere Aspekte viel bemerkenswerter. Der erste und der für mich wichtigere Teil ist, dass er, nachdem er letzte Woche linker Verteidiger gespielt hat, jetzt auf die rechte Außenverteidigerposition gestellt wird, was für einen Innenverteidiger schon mal extrem schwierig ist. Und dann spielt er gegen Diaby, gegen einen der hoffnungsvollsten Talente auf der Außenbahn im europäischen Fußball, der unwahrscheinlich viel Speed hat. Und man hat in der ersten Halbzeit gesehen, das macht man nicht von jetzt auf gleich. Und was ich bemerkenswert fand und außergewöhnlich war die gute zweite Halbzeit von Malik, weil da nämlich wenig entstanden ist auf seiner Seite. Das heißt, er hat sich angepasst, vielleicht hat Leverkusen auch andere Räume bespielt und trotzdem ist auf dieser Seite nicht mehr so viel passiert wie in der ersten Hälfte. Das fand ich bemerkenswert. Zweitens fand ich bemerkenswert, um auf das zurückzukommen, wie analytisch ich denn bin, wie er diese Situation analysiert hat. Das war klar und sie war vor allen Dingen richtig. Also es gibt ja manchmal Analysen, wo man sagt, ja, der hat mich blöd geschupft und das war jetzt irgendwie nicht so. Nein, er hat genau das Richtige gesagt, er muss anders stehen zum Ball. Und insofern fand ich das bemerkenswerter, dass was er gesagt hat, und das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, und das hat er in dem Fall auch gemacht, das sagen, was in ihm vorgeht. Also echt sein in solchen Momenten. Und von dem her war das meiner Meinung nach gelungen. Ich hätte mir natürlich, man wünscht sich immer mehr, dass es vorne passiert und er vorne ein Tor macht. Aber wenn man schon so einen Moment hat im Spiel und kann den dann relativ kurz nach dem Spiel und dann noch mit der Aufregung der Medien, kennt ihr ja, wenn man das so gut auseinandernehmen kann, dann umso besser. Aber für mich und ich denke jetzt auch mal für das ganze Trainerteam, angeführt von Norbert Elgert, war, glaube ich, schön zu sehen, wie er in dem Spiel besser geworden ist. Und das sind gute Anzeichen. Diese aktuelle Situation für so junge Spieler wie Malik, wie Jean Bosloan und so weiter, wie sie alle heißen, die im Moment bei unseren Profis zum Einsatz kommen, diese Situation der Profis, ist das eine Belastung für die Spieler oder können die jungen Spieler vielleicht gerade befreit aufspielen, weil sie noch nicht so viel von diesem Druck abbekommen? Schwierig. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von diesem Druck nichts abbekommt oder wenige abbekommt, sondern ich glaube, dass unsere Jungs sich alle total mit der Mannschaft und mit dem Verein identifizieren. Insofern merken sie natürlich auch, was los ist. Sie wissen natürlich auch, ich sag mal, durch Zusprache, durchs Trainerteam rund um Manuel Baum und durch die erfahrenen Kollegen, dass das vielleicht, dass es nicht so auf sie ankommt. Natürlich wird versucht, der Druck zu nehmen. Ja, aber wenn man den Ball dann köpfen muss, dann muss man ihn trotzdem köpfen. Und dann ist der Ball zu spielen, von dem her ist es, glaube ich, schön zu sehen, wie die Jungs die Intensität aufnehmen können. Das liegt sicherlich auch an der hohen Trainingsintensität, die wir in der U19 und inzwischen auch in der U23 haben, dass die Jungs den standhalten mögen. Und trotzdem gibt es so diesen Moment, wo man sagt, oh, noch ein Zentimeter, noch ein Ticken früher loslaufen. Ja, das ist natürlich das, was man nur lernen kann, wenn man es auch erfährt und wenn man es mit durchmacht. Und von dem her, und deswegen war es mir das auch wert, von Malik zu erzählen, ist es wichtig, dass sie schnell lernen. Denn so wie die Situation aussieht, wird Manuel Baum auch auf Spieler aus dem Nachwuchsbereich angewiesen sein. Und insofern können wir von ihnen nicht verlangen, dass sie alles richtig machen, aber wir können von ihnen verlangen, dass sie mit einer Top-Einstellung reingehen, mit Top-Engagement und dass sie schnell besser werden. Ist diese Durchlässigkeit von der Knappenschmiede in den Profibereich, ist das eine Bestätigung eurer Arbeit? Setzt ihr euch eigentlich selber auch eine Quote und sagt, so und so viele Leute wollen wir oben reinbringen? Ach, wir haben die letzte Woche haben wir gerade über die Quote geredet, über die sogenannte Durchlässigkeit. Da ranken ja auch viele Mythen rum. Was ist denn das eigentlich? Und was zählt denn, wenn ein Spieler nur ein Jahr da war und wenn ein Spieler drei Jahre da war? Und
für uns ist wichtig, dass wir auf der Brücke von der Knappenschmiede zur ersten Mannschaft möglichst viele Spieler haben, die jederzeit im Training oder im Kader oder im Spiel der ersten Mannschaft helfen können. Wenn wir gebraucht werden, dann müssen wir da sein. Und von dem her ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir das immer wieder bespielen. Es ist schön, wenn die Jungs oben sind und sie tragen was Wichtiges zum Erfolg bei. Es ist aber auch vor allen Dingen schön zu sehen, wenn sie dem Druck standhalten können, der da herrscht, der viel höheren Spielgeschwindigkeit, der größeren Bedeutung des Spiels. Das ist Bestätigung. Aber natürlich möchten wir auch was beitragen, dass es wieder aufwärts geht und nach vorne geht. Und von dem her leiden wir natürlich alle besonders mit, wenn unsere Jungs dann auch mit dabei sind. Weil wir natürlich wissen, dass das bei jüngeren Spielern natürlich auch was auslöst. Ne? Die sind viel emotionaler, viel betroffener, die können das nicht einfach so einfach wegstecken. Und von dem her ist es schön, immer wieder zu sehen, wenn die Jungs diesem Druck standhalten und bestehen in der Bundesliga. Du hast gerade gesagt, wir hatten ein Gespräch genau über diese Durchlässigkeitsquote. Du bist jetzt seit fast 1000 Tagen Teil dieses Vereins. Du bist Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, das eine ist, wenn wir jetzt, es sind ja zwei Teile offensichtlich. Ja, und das eine ist die Knappenschmiede an sich. Das ist jetzt mal klar, das ist das NLZ mit Matthias Schober an der Spitze. Das ist dann die U23 mit Gerald Asamoah an der Spitze. Und da geht es natürlich darum, dass wir uns, egal in welcher Abteilung, so nennen wir sie, Grundlagenaufbau, Leistungs- und dann Übergangsbereich, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir auch eine eigene DNA entwickeln, wie wir die Spieler eben ausbilden wollen. Muss man sich vorstellen, wie ein Programm in der Schule, inhaltlich, das muss aufeinander aufbauen. Und wir haben natürlich einige Fachbereiche, die da heißen Scouting, Athletik, Spielanalyse, Physiotherapie, Medizin, Sportpsychologie und Methodik. Und auch die müssen wir natürlich mit Inhalten füllen. Und meine größte Aufgabe ist, die Menschen, die sich innerhalb dieser Organisation Knappenschmiede befinden, die weiterzuentwickeln und dadurch natürlich auch ein Inhalt, so wie unser Leitbild das fordert, ein sportliches Konzept aufzubauen, das eben von den Kleinsten bis zu den Ältesten geht. Das ist die Aufgabe in der Knappenschmiede. Ja, dann haben wir noch einiges an Kooperationen im In- und Ausland. Das ist auch mit zu bespielen, wobei es für uns auch extrem wichtig ist, dass wir unseren Kreis 12, Gelsenkirchen und Gladbeck, dass wir den bespielen. Wir müssen jedes Talent hier erwischen. Wir haben nicht so viele Scouts wie unsere Konkurrenz. Wir können nicht die Preise mitgehen, aber wir können hier vor unserer eigenen Tür, unsere eigenen Leute, und davon gibt es viele Kinder, die für Blau-Weiß spielen wollen, die können wir für uns begeistern. Und die müssen wir dann eben auch holen. Die dürfen dann eben nicht in Bochum oder in Dortmund oder in Oberhausen oder in Duisburg spielen, sondern die Besten aus Gelsenkirchen und Gladbeck sollten bei uns sein. Und von dem her ist es eben auch wichtig, dass wir nicht nur nach draußen gucken, was Kooperationen betrifft, sondern dass wir hier vor der Haustür mit unseren Vereinen in Gelsenkirchen und Gladbeck gut zusammenarbeiten. Und das zweite ist natürlich dann das Engagement in Bezug auf das Bauprojekt Berger Feld. Das heißt, alles, was hier entsteht und was Einfluss auf den Sport haben könnte, und da sind wir sehr viel bei Entwicklung. Also welche Kameras hängen wir auf die neu entstehenden Plätze auf? Was machen wir auf den frei zu bespielenden Flächen? Wie sehen die Büroräumlichkeiten von den Trainern aus? Wie groß ist die Athletikfläche? Was kommt da rein? Und mit dem Bauprojekt Berger Feld verbindet sich sehr, sehr viel, was meinen Teil Entwicklung betrifft, wobei das nicht der einzige sein darf, weil es nicht nur mit Infrastruktur zu tun hat, sondern auch mit Inhalten. Und von dem her schaue ich auch mit meinem Team, dass wir, was die Weltstandsanalyse in den verschiedensten Fachbereichen, dass wir da auch die Nase zumindest im Wind haben und keine wichtige Entwicklung verpassen.
Entwicklungen, sowohl Jochen Schneider als auch Manuel Baum betonen immer wieder den hohen Stellenwert der Knappenschmiede für den Verein. Erzeugt das Druck bei dir als Direktor? Nur Freude. Nur Freude. Ja, weil es ist ja so, in den meisten Fällen macht man sich ein bisschen klein. Ja, wir sind nur im Nachwuchs. Und Schalke 04 hat was Wunderbares geschafft, was gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Die Knappenschmiede ist ein Brand. Wie La Masia. Und darauf kann man extrem stolz sein. Und das finde ich auch schön, dass es immer wieder erwähnt wird. Und es ist immer Zeit für den Nachwuchs, sage ich. Entweder es ist Erfolg und ganz viel Geld da, dann kann man investieren, spannende Projekte machen und dann Spieler rausbringen. Oder es ist kein Geld da, ja, dann muss man die Spieler haben. Und von dem her ist es für mich ein Lob für all das, was die Menschen, die auch schon vor mir für die Knappenschmiede wirken durften, erreicht haben. Und den Druck machen wir uns selber. Wir sehen ja, wie gut die Spieler sind und wir sehen, dass wir noch Luft nach oben haben. Und von dem her ist es schön zu hören, von dieser Bedeutung zu hören, vor allen Dingen von der obersten Etage. Aber alle können sich sicher sein, wir versuchen jeden Tag uns noch ein Stück besser zu machen, denn da draußen im Wettbewerb, da gibt es ganz viele gute Konkurrenten. Und wir müssen nicht nur Schritt halten, sondern wir wollen oben auch mitschwimmen. Du hast es gerade schon gesagt, euer Ziel ist es, viele Spieler nach oben zu bringen. Aber mal ganz platt gefragt, was muss ich mitbringen, um Bundesligaspieler zu werden? Talent dürfte ja jeder in der Knappenschmiede haben, sonst wird er da nicht spielen. Aber was macht dann im letzten Ende den entscheidenden Unterschied? Ich kipp noch einmal kurz zurück. Mir wäre lieber ein oder zwei Außergewöhnliche anstelle von möglichst viele. Möglichst viele müssen wir zur Verfügung haben, die jederzeit aushelfen können. Wenn der Manuel Baum sagt, heute ist mir der rechte Außenverteidiger ausgefallen, dann müssen wir einen haben und der muss im Training auch mithalten können. Ob wir für jede Position im Spiel einen Bundesligaspieler in der Schublade haben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber grundsätzlich betrifft das viele. Also wir müssen insgesamt das Niveau erhöhen. Und dann geht es natürlich um Einzelne. Und Einzelne, die müssen so gut sein, dass sie auf ihrer Position, die immer spezialisiert ist in der Bundesliga, dass sie da auch wirklich Werthaltiges beitragen können zum Erfolg der ersten Mannschaft. Und was man haben muss, ich denke, Leidenschaft, Persönlichkeit, also alles, ich sag mal, personenbezogene Kriterien, das ist extrem wichtig, den Erfolgshunger, sich jeden Tag selber wieder ein Stückchen besser machen zu wollen, denn in der Bundesliga ist man so schnell dechiffriert durch die qualitativ gute Spielanalyse, dass die jungen Spieler sofort wissen müssen, es geht immer weiter, sie müssen sich immer weiterentwickeln und müssen weiter hart an sich arbeiten. Sie brauchen die entsprechende Physis, das ist klar. Und das gilt vor allen Dingen für den Faktor Schnelligkeit. Bei ein paar Spielpositionen vielleicht auch ein bisschen die Größe, wenn ich über Torwart und vielleicht Innenverteidiger rede. Aber Geschwindigkeit im Laufen, also in den Muskeln, aber auch vor allen Dingen hier die Geschwindigkeit. Das heißt, bei den ganzen Umschaltmomenten, die ist sehr, sehr wichtig. Und sie müssen das Spiel in seiner Grund-DNA verstanden haben. Also man muss ein Spielversteher sein, weil sich das nicht ändert. Die Dimensionen sind die gleichen, die Regeln sind die gleichen. Es geht nur alles viel, viel schneller. Und die Mechanismen, da kommen ein paar Mechanismen wie Öffentlichkeit mit dazu. Aber grundsätzlich müssen sie das Spiel verstanden haben. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir auch im Training sehr viel und sehr intensiv spielen, damit sie mit einer hohen Spielerfahrung dann hier in die Arena kommen. Das Spiel zu verstehen ist ja offensichtlich so etwas, was dich total fasziniert. In der Vorbereitung auf dieses Interview muss ich gestehen, klar, liest man sich so ein bisschen durch. Ich wusste gar nicht, du bist in Witten geboren. Bis quasi in Fußweite oder mit Blickweite auf ein Stadion, was wir jetzt hier nicht weiter erwähnen wollen, groß geworden. Bis dann zum VfL Bochum, zu St. Pauli, zu Nürnberg, in die Schweiz. Trotzdem, in Witten geboren. Wie viel Ruhrgebiet steckt in dir? Ganz viel. Ich komme von hier weg, ja. Ja, habe ich auf all meinen Stationen noch immer gesagt, ja, ich trage sehr viel Ruhrpott in mir. Das ist Herz, Leidenschaft für die Sache.
Und ja, die Direktheit, die uns ausmacht. Wir machen nicht lange rum. Und von dem her waren das wichtige Werte auf meinen Stationen, was nicht heißt, dass man sich, was jetzt Kommunikationsstreitkultur zum Beispiel in der Schweiz betrifft, die ist anders. Aber wir Ruppo-Leute, wir tauchen überall auf der Welt auf und wir werden auch überall geschätzt für unsere Art, weil wir uns nicht lange verstellen. Und von dem her habe ich gemerkt, ja, ab und an mal ein bisschen länger zuhören ist nicht schlecht. Wenn man jung ist, trägt man das Herz natürlich auf der Zunge, gerade wenn man von hier kommt. Und man lernt natürlich dann auch, ja, im Zuhören die Qualität zu finden und die richtigen Fragen zu stellen und nicht nur die Antworten zu geben. Aber ja, die Kohlekiste von meinem Opa, die steht immer noch bei mir im Wohnzimmer. Ist das etwas, was dich in deiner eigenen fußballerischen Karriere, diese Leidenschaft, dieses Offensein weitergebracht hat? Ich meine, du hast 108 Bundesliga-Einsätze und 120 Zweitligaspiele. Das ist eine ordentliche Karriere, auch als Aktiver gewesen. Ist das so eine Eigenschaft, die dir auch als Fußballer weitergeholfen hat, die du hier mitbekommen hast? Ja, unbedingt. Wenn ich es jetzt vorhin gesagt habe, als notwendiges Kriterium für Spieler, wenn sie nach oben kommen wollen, das muss unbedingt sein. Ja, mir hat das geholfen, meine Einstellung zur Arbeit und zu meinem Arbeit oder Auftraggeber, weil er sich sicher sein kann, dass ich mich mit all dem, was ich habe, reinhaue in meine Aufgabe. Ich muss da eher aufpassen, dass ich auch die nötige Distanz bewahre. Insofern ist das auch eine Frage der Professionalität oder der Analyse, so wie ich am Anfang geantwortet habe. Aber es macht mich zu dem, der ich habe werden dürfen. Und von dem her kann ich allen versichern, ja, das sind die Werte, die gefragt sind, egal wo. Wir können uns eben auch anpassen, wenn man von hier ist. Ich sehe das ja, Hermann Gerland in München, ne, wenn er da in Lederhosen auftritt, der hat sich ja auch angepasst, ist aber trotzdem der Ruhrpott-Junge geblieben. Ne? Und so sehe ich das halt auch. Bei mir klingt das vielleicht ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, ne, da drin, ja, da ist Kohle, weil ich auch gemerkt habe, dass das überall auf der Welt weiterhilft und dass es Werte sind, die überall gesucht sind. Erinnerst du dich, wir haben gerade schon mal über das Thema Scouting kurz angerissen, erinnerst du dich wie du damals entdeckt worden bist? Ja. Entdeckt ist jetzt die Frage. Man hat auf dem Weg, den man machen darf, hat man verschiedene Steigbügelhalter. Und ja, der erste war mein Opa. Der mit der Kohlenkiste, der mir verboten hat, in Witten zu spielen. Also ich glaube jetzt, der erste Schritt ist ja meistens dann über die Eltern und die melden einen dann an oder man geht mit einem Kumpel mit irgendwo zum Verein hin. Ja, und bei mir war das wohl so, ich kann mich so bewusst gar nicht mehr daran erinnern, dass das gar nicht in Frage kam. Natürlich hat ganz viel vorher hat mein Vater gemacht, der mit mir, wie jeder Vater, gespielt hat, egal wo. Ich durfte immer mitfahren, weil er auch damals war noch Spieler, nachher Schiedsrichter. Also bin ich dann über die Fußballplätze auch getingelt. Aber anfangen zu spielen durfte ich halt in der großen Stadt nebenan. Und ja, als Kind, da gewöhnt man sich dran. Da hat man dann seine Trainer, die man hat. Deren Namen ich immer noch weiß, Egon Müller und Kurt Kindl und Theo Dorf und ja, Leute aus dem Pott, Leute, die auf Zeche gearbeitet haben und die dann nachher Arbeit gekommen sind und haben dann das Training gemacht für einen. Dann war manchmal noch ein Sohn dabei, also so richtig das Einfache, wie man es heute eigentlich nur noch in den kleinen Vereinen sieht. In den Hinterhöfen nach den Spielen ging es immer weiter und dann haben wir, also eigentlich haben wir nach dem Spiel noch mehr gespielt, weil die Eltern dann irgendwo was getrunken haben und wir sind dann in den Hinterhöfen unterwegs gewesen, das typische Straßenfußballer-Ding, ne, das es heute leider Gottes nicht mehr gibt. Ja, und dann bin ich im Prinzip ein Förderprodukt des DFB. Also das heißt, die Struktur, die es damals gab, über die Kreisauswahl, dann in die Verbandsauswahl und da hat sicherlich der damalige Verbandssporttrainer, der seinen ersten Jahrgang betreut hat, Paul Schumann, den großen Einfluss gehabt auf mich und nachher ja, ging es dann weiter in die Nationalmannschaft,
Und dort war Berti Vogt dann der Trainer, mit dem wir dann Europameister werden durften. Wir hatten mit Holger Osig einen Trainer, mit dem wir auch auf der Stufe Schülernationalmannschaft kein Spiel verloren haben. Sind dann ungeschlagen mit der U16, sind wir Europameister geworden. Und dann habe ich mit 17 Bundesliga gespielt, weil dann kam der Nächste mit Hermann Gerland, der meinte bei 0-4 in Gladbach zum Rolf Schafstall, der Trainer, jetzt macht der Kleine auch nichts mehr falsch. Dann hat er mich reingeworfen. Dann hat Klaus Fischer ein Tor geschossen und ich habe ein Tor geschossen. Dann haben wir am Ende nur 4-3 verloren. Der Bruder von Christian Schreyer hat noch ein Tor geschossen. Und dann war es 4-3. Die Gladbacher hatten schon aufgehört. So will ich sagen, an meiner Geschichte als Spieler, wenn man die so rekapituliert, dann ist es wie bei vielen. Grundsätzlich entdeckt sich das Talent immer selber. Also man darf sich selber auch nicht so wichtig nehmen. So diese Reise nach dem, ich bin der Entdecker und das ist der Erste. Und das ist in den meisten Fällen nicht richtig. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo dann einer sagt so und so, sondern es gibt viele gute Spieler, die sich selber machen. Wir bieten ihnen die Struktur und wenn sie Glück haben, und ich hatte sehr viel Glück in dieser Zeit, dann haben sie Steigbügelhalter und Helfer, die einen immer wieder eins weiterschieben. Wenn man ganz großes Glück hat, dann wird man Weltmeister wie Ben Hövedes danach. Und bei mir war es eine ordentliche, mittelmäßige Bundesliga-Karriere, für die ich dankbar bin. Vor allen Dingen für die Erfahrung in diesen Traditionsverein, die ich erleben durfte. Und das war jetzt der erste FC Nürnberg, was ganz Besonderes für mich, genauso wie St. Pauli. Ich hatte echt auch das Glück, dass ich in einem richtig geilen Verein auch spielen durfte. Apropos Vereine, war damals der Konkurrenzkampf unter den Vereinen um die Talente schon vergleichbar mit dem, wie er heute ist? Also zumindest ist es so, dass der Michael Reschke mich kannte von daher und meine Eltern mir sagten, na, da wären jetzt irgendwie auch mal, wär auch mal ein größerer Verein noch interessiert gewesen aus dem Süden. Naja, also ich glaube schon nicht so wie jetzt. Also dass da so viele Player gab es damals nicht und da muss man auch immer noch in Frage stellen, ob dann die Vereine auch wirklich schon so vorbereitet gewesen sind. Also dieses nationale und dieser nationale und internationale Wanderzirkus, also in der Intensität hat es den ganz sicherlich nicht gegeben. Wie versucht man denn heute überhaupt Spieler davon zu überzeugen, zum FC Schalke, junge Spieler zum FC Schalke 04, Nachwuchstalente zum FC Schalke 04 zu kommen? Klar, wenn die hier aus Gelsenkirchen und Gladbeck kommen, kann man sagen, okay, die sind... Das sind unsere. Das müssen auch unsere bleiben. Genau, ja. Aber wenn die jetzt, was weiß ich, so wie Malik Chor aus Gladbach kommen oder so. Ja. Wie überzeugt man die, zum FC Schalke 04 zu kommen? Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, das gilt immer noch. Insofern profitiere ich natürlich auch in dem, was ich tun darf, auf Schalke sehr von meiner eigenen Biografie. Also man braucht Steigbügelhalter, man braucht natürlich auch prägende Personen, aber man braucht auch gute Inhalte. Weil wenn man nur eine prägende Person hat, dann kann es auf die Dauer ein bisschen schmalspurig werden. Aber wir sind nun, weiß Gott, nicht schmalspurig, weil wir mit Norbert Elgert einfach den verflixt nochmal besten U19-Trainer überhaupt haben. Und da haben wir ein Prämienprodukt, das natürlich zieht bei den Spielern. Wenn man dann anguckt, na guck mal, wie viel er ausgebildet hat, dann ist das natürlich ein großer Anreiz, um zu kommen. Das ist das eine. Also man macht das mit Personen. Und wir müssen trotzdem auch schauen, dass wir vor und auch neben oder nach Norbert, die auch Trainer haben, die das Gleiche eben auch schon mit anschieben können. Und von dem her ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Trainertalente auch in den unteren Bereichen fördern, dass wir die aber auch mit dem entsprechenden Inhalt versorgen. Also wenn ein Trainer kommt, dann darf der natürlich auch verlangen, dass er sagt, ja, aber sag mal, wofür steht ihr und was wollt ihr, was ich tue? Und das darf nicht beliebig sein. Also wir dürfen die Inhalte, die an unsere Spieler vermittelt werden, nicht von der Person abhängig machen, sondern das muss Schalke-DNA sein. Und umso besser die Spieler sind, vorher, umso mehr kann Norbert dann natürlich nachher noch draufsetzen. Wir haben gesehen, dass Thorsten Fröhling mit seiner Arbeit in der U23 natürlich auch jetzt sehr, sehr passend ist, weil es Spieler gibt, die einfach nicht gleich den Sprung schaffen und dann dieses Jahr brauchen. Wenn wir gestern an Nassim Boujalab denken, dann hat er dieses Jahr in der U23 einfach gebraucht. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses eine Jahr
dass die Talente, die es nicht ganz nach oben schaffen, dass sie dieses eine Jahr noch haben und dass wir diese Mannschaft vor allen Dingen haben, falls die, die rauf sind und sich nicht gleich durchsetzen, wieder runterkommen können und haben qualitativ gute Trainings und vor allen Dingen sehr intensive Spieler. Und dafür ist die Regionalliga West natürlich sehr, sehr gut. Aus unserer knappen Schmiede sind unfassbar viele Spieler oben angekommen. Und wenn man sich zum Beispiel die Weltmeistermannschaft von 14 anguckt, wer da alles königsblaue Geschichte hatte, ist das ja schon beeindruckend. Inwieweit sind so Spieler wie Leroy Sané, Manuel Neuer, Benedikt Höwedes etc. pp. Vorbilder für Spieler in der knappen Schmiede, wenn die sehen, mein Gott, ich kann in diesem Verein zu den Größten wachsen? Ja. Große Vorbilder, sehr große Vorbilder. Muss gucken, dass sie nicht zu groß sind, weil wenn man sie schon mit dem Weltpokal sieht, ja, dann muss man wissen, man muss in jedem Training Gas geben. Also es ist aber wichtig, dass unsere Spieler wissen, es ist möglich. Und es ist auch wichtig, dass wir für uns diesen Anspruch behalten, wohl wissend, dass nicht jeder Jahrgang gleich ist, dass es einen Manuel Neuer auch auf Schalke nicht jedes Jahr geben kann. Aber ich glaube, wenn wir fleißig, beharrlich, leidenschaftlich dranbleiben, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass solche Karrieren eben natürlich auch ergänzt durch das, was dann der DFB machen muss, weil auf Schalke kann man ja nun mal bekanntermaßen nicht Weltmeister werden. Also es braucht dann auch noch Rahmenbedingungen von anderen Organisationen, die dann stimmen. Aber wir können hier die Grundlagen legen, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Spieler. Aber dass es auch ein großer Ansporn für alle Trainer in der knappen Schmiede ist. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Spieler, die sind mit 5, 6 Jahren zu uns in die knappen Schmiede gekommen und dann bis oben durchmarschiert. Kahn Eihan ist zum Beispiel so ein Beispiel. Sein Bruder ist jetzt übrigens auch da. Ah, okay. Ja, also seit wie lang? Oh, wie lang? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, weil wir letztens das Spiel angeschaut haben und dann habe ich gesagt, ja, das sieht doch gut aus. Und auf der Liste ja, kommen auch die Brüder kommen irgendwann auch mal zum Zuge. Ist es heute überhaupt noch möglich? Also die sind dann von Mannschaft zu Mannschaft zu Mannschaft zu Mannschaft zum Profi gekommen. Ist das heute überhaupt noch so einfach möglich, von ganz unten, von als 5-6-Jähriger bis oben in den Profikader zu kommen? Oder ist das schwieriger geworden, weil auch immer häufiger Talente von außerhalb dazukommen? Da sind wir wieder bei der Frage der Durchlässigkeit. Deswegen habe ich das vorhin so beantwortet. Naja, was ist es denn auch? Ne? Das ist ja die Durchlässigkeit von unten nach oben. Also der U9-Spieler Julian Draxler, der dann Nationalspieler wird, das ist der Traum und das muss auch immer wieder angestrebt werden. Also wenn wir nicht daran glauben, dass das möglich ist durch unser Programm, dann müssten wir diesen Grundlagenbereich gar nicht haben. Um den entsteht momentan natürlich auch eine Philosophiedebatte in Deutschland. Wir sehen es so, dass wir sagen, wir wollen es weitermachen, weil wir in unserer Region uns auch als das Beispiel sehen, das sagt, wie man das richtig macht. Logisch hat das jeder im Sinn, aber wir sind der Meinung, dass es hier schon möglich war und auch möglich sein soll. Natürlich sind die Sichtungskreise und damit die Scoutingkreise in gewisser Hinsicht wie eine interne Konkurrenz für diejenigen, die man hier hat. Das ist der normale Selektionsprozess. Wichtig ist, dass man nicht die eigenen geringer schätzt als diejenigen, die von außen kommen. Und von dem her ist es für uns sehr, sehr wichtig, gerade im Grundlagenbereich bei den 7-, 8-, 9-Jährigen, wenn wir ansetzen, dass wir da auch die richtigen Inhalte haben. Weil wenn wir dann einfach kopieren, was wir in der U17 oder in der U19 machen, wären wir völlig falsch. Und wir sehen ja, dass der Straßenfußball, so wie ich den noch spielen durfte, den gibt es praktisch nicht mehr, ist verschwunden. Wir sind alle aber auch sehr happy über das RAC-Projekt, dass wir Bolzplätze rund um Gelsenkirchen machen können, wo das wieder eher möglich sein wird. Und von dem her müssen wir gucken, dass die richtigen Inhalte auf die Kinder einwirken, weil der Weg sehr, sehr lang ist. Es ist ein langer Weg von der U8 bis zur U23 bis zur ersten Mannschaft in einem Verein zu machen. Und von dem her müssen wir eben auch gucken, dass wir die Spieler nicht und ihre Eltern auch nicht überfrachten. Von dem her macht es überhaupt keinen Sinn, in der U8 einen Spieler aus,
aus Köln zu holen. Also da rum zu scouten oder so, das macht gar keinen Sinn, sondern wir müssen die Jahrgänge von Gelsenkirchen und Gladbeck aus langsam aufbauen, die richtigen Inhalte vermitteln und dann ist die Chance relativ groß, dass wir, ich sag mal, ab der U12, wo unser Aufbaubereich beginnt, dass wir da noch einen wesentlichen Kern aus unserem Grundlagenbereich haben. Und auch der schmilzt natürlich, weil die Konkurrenz natürlich größer wird. Aber wir müssen trotzdem gucken, dass wir solche Quoten von Spielern aus dem Grundlagenbereich immer noch dabei haben. Jetzt aktuell sieht das im Jahrgang 2004, kann ich gerade sagen, weil wir das Thema jetzt vor zwei Tagen bei einer Videokonferenz hatten. Im Jahrgang 2004 sieht das zum Beispiel wieder ganz gut aus. Das wird nicht in jedem Jahrgang gleich gelingen. Wichtig ist aber, dass wir uns das als Ziel setzen und immer sagen, naja, wie nah sind wir denn dem Ziel? Warum haben wir jetzt in dem Jahrgang nicht getroffen? Warum haben wir in dem Jahrgang das Ganze übertroffen? Ich hatte mal in Basel einen Jahrgang, da sind 4 Nationalspieler in einem Jahrgang aus einer Stadt gewesen. Das gibt's halt auch mal und dann gibt's mal eine Zeit lang auch wiederum nichts. Wichtig ist, dass wir die nötige Qualität haben, wenn wir dann in den Übergangsbereich gehen, dass wir möglichst viele Spieler haben, die den Übergang schaffen können in unsere erste Mannschaft. Und je mehr aus Gelsenkirchen und Gladbeck aus dem Kreis 12 dabei sind, umso besser. Trotzdem holt man auch mal Spieler von außerhalb, teilweise sogar von Übersee. Weston McKennie war so ein Beispiel und aktuell jetzt mit 2 Bundesligaspielen, Matthew Hoppe. Wie wird man auf so einen Spieler aufmerksam? Der spielt in der Barca Academy, gut, das ist natürlich schon mal ein Name in den USA, aber trotzdem muss man den ja erstmal finden. Wie findet man sowas? Ja, also heutzutage ist ja nichts mehr geheim. Also das wissen wir ja, es ist alles offengelegt und die Berater sind natürlich auch auf der Suche nach Abnehmern. Und da haben wir uns doch auch schon, was jetzt den Markt USA betrifft, haben wir uns doch auch schon einen guten Namen gemacht. Man kann es also hier schaffen. Gute Beispiele sind, glaube ich, immer das Wichtigste, was man liefern muss. Und von dem her werden wir natürlich auch angefragt. Und dann gucken wir die Spieler. Es kann aber auch zum Beispiel sein, wie jetzt bei unserem Spieler Rotundo, dass wir selber auch in Amerika sind. Jetzt muss man sagen, so ein Riesenland. Ob man dann gerade genau das Turnier erwischt, das dann den Spieler hervorbringt, das ist auch ein bisschen Glück. Aber das Glück zu ermöglichen, dafür sind die Scouts ja auch da. Die treffen eine Auswahl und sagen, ich gehe zu dem Turnier und nicht zu dem. Also wir sind schon auch da, können natürlich bei Weitem nicht alles abdecken. Wir werden aber auch gefragt und von dem her ist es ein Mix von beiden. Es gibt dann Spieler, die kommen nach Europa und die tingeln dann 2, 3 Vereine ab. Und da gehören wir zu denjenigen, wo die Berater sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass man es da schaffen kann. Also stellen wir unseren Spieler da vor. Und das heißt, man kann einmal selbstbestimmt, man selber ist gucken gegangen oder dann eben auch von außen angefragt, kann man vom Glück geküsst werden. Jetzt leben wir gerade in ungewöhnlichen Zeiten, dank des Covid-19-Virus. Wie geht es im Moment, dass man die Talente dennoch, die dürfen ja auch nicht trainieren, zumindest in den unteren Mannschaften, trotzdem weiterentwickeln kann? Wie bleiben Trainer mit ihren Spielern aktuell im Austausch? Ja, das war die große Herausforderung im März. Als es losging und ich glaube, bei allen Problemen, die man haben kann, und da gibt es ja nur welche mit viel größeren in diesen Zeiten, glaube ich, ist wichtig, dass man die richtige Haltung und die richtige Einstellung findet zu der Herausforderung, die man hat. Und Covid-19 ist eine riesen Herausforderung für uns alle. Aber jetzt auf die kleine, bescheidene Eisscholle Knappenschmiede bezogen, war es wichtig, dass wir im Aktionsmodus bleiben. Also ich glaube, dass Führung dann verlangt, dass man Orientierung gibt. Und die erste Sorge galt unseren Spielern. Also war der erste Lockdown geprägt von Trainingseinheiten, die man macht, Challenges, von einzelnen Video-Sessions, die Athletiktrainer gemacht haben. Also ich bin unfassbar stolz auf alle unsere Leute, wie die es geschafft haben, gerade die Trainer in Kontakt zu bleiben mit den Spielern. Und natürlich auch stolz auf die Spieler, wo ich jetzt sagen muss, also ja, dass der eine oder andere dann vielleicht irgendwann auch mal den Umständen geschuldet ein bisschen abhängt, kann ich jetzt auch verstehen. Aber 95% von unseren Spielern haben fantastisch mitgemacht, haben sich auch wirklich klasse an die Regeln gehalten. Da sieht man halt auch, dass der Fußball ein guter
ein guter Anreiz ist. Ne? Also es ist deutlich schwieriger, würde ich sagen, für die Schule den Job zu machen und für uns, weil wir es halt sind, weil es die Leidenschaft von den Kindern ist, hat man gesehen, die haben wirklich richtig Gas gegeben. Das ist aber auch endlich, dann durften wir wieder zurück auf den Platz. Ich glaube, das hätte in dieser Form sich dann auch wahrscheinlich ein Stück weit überholt, wenn wir nicht hätten wieder auf den Platz hätten kommen dürfen. Große Freude, alle sind wieder da. Ne? Und dann kommt der zweite Lockdown, der trifft einen dann natürlich ein bisschen schwerer, weil alles nochmal und wieder mit Klopapier jonglieren und sonst irgendwas, schwierig. Das heißt, wir haben uns in der Zeit, das läuft jetzt, natürlich für etwas entschieden. Das heißt, wir haben uns für die Fortbildung unserer Trainer entschieden. Wir haben Online-Fortbildung gemacht, unsere Sportpsychologen, also unsere Experten, die wir ohnehin im Verein haben, Trainer, die Hospitation gemacht haben bei Juventus Turin oder bei Atletico Madrid, haben erzählt, all das, was sonst, ich sag mal, in der Trainerkabine passiert, aber ein bisschen informell, haben wir versucht zu institutionalisieren und haben einen Seminarplan gemacht, sind dann auf den Trainer und die Trainer haben jetzt in dieser Phase das gemacht, was ohnehin ansteht, Feedbackgespräche an Eltern und an Spieler, also wie sieht man den Jungen, wie sieht er sich selber auch, seine Stärken, seine Schwächen. Dann hat man das, was man sonst in einem Raum machen würde, hat man dann ausgetauscht, wo sieht man noch, was er machen sollte. Ging jetzt nicht darum, du bist jetzt noch dabei oder bist nicht dabei, sondern uns war wichtig, die Zeit zu nutzen, um den Spielern und den Eltern ein wirklich werthaltiges und gutes Feedback zu geben. Das haben die Trainer in 2 Wochen super durchgezogen, in allen Teams, alle Trainer dabei. Und dann haben wir weiter an unseren Inhalten gearbeitet und von dem her bin ich sehr, sehr happy, was bisher entstanden ist. Wir haben noch 3 Wochen und haben noch einiges vor und wir hätten auch noch genug Ideen für das, was im Januar kommt, aber ich hätte lieber ab 10. Januar, dass wir auf dem Platz sind. In einem Interview auf schalke04.de hast du, was Inhalte angeht, auch verkündet oder gesagt, dass ihr eine Abteilung Methodik gegründet habt. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig und der Tatsache geschuldet, dass die Nachwuchsorganisationen ähnlich wie der Staff rund um Mannschaften immer mehr aufgequollen sind. Das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern man hat einfach mehr Personal, man individualisiert mehr. Man hat mehr Spezialisierung heutzutage und von dem her gibt es immer mehr Personal. Dieses Personal zu führen, zu koordinieren, das ist unser Job, also von Gerald, Matthias und von mir. Aber es ist eben auch wichtig, dass man beim Kern bleibt. Und der Kern ist nun mal der Ball und ist nun mal das Spiel. Und die große Gefahr, die ich gesehen habe, Ich komme aus einer Zeit, in Winterthur war ich Trainer, Spieler und Nachwuchschef. Und ja, da mache ich das mit mir selber beim Rasieren aus, was passiert. Und jetzt hat man sehr große, professionalisierte Staffs. Und das ist auch gut so, weil die Qualitätsansprüche einfach gestiegen sind. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass man das Spiel vergisst. Und dann redet man vor allen Dingen darüber, wie man die Menschen koordiniert, aber es geht eben darum, dass man mit den Inhalten auch weiter vorwärts kommt. Und in Spanien ist dieser Chefmethodik höchst anerkannt und auch ein wichtiger Teil. Und von dem her war es mir wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Wie wollen wir trainieren? Wie wollen wir spielen? Und an was wollen wir das messen? Was ist denn für uns ein gutes Spiel in der U13? Und da hat natürlich jeder seine Meinung drüber, aber es gibt inzwischen auch das große Einverständnis und auch die Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass wir uns mit diesen methodischen Fragen auseinandersetzen, denn all die geben genau das, was unser Leitbild von uns will, im Kern, dass wir wissen, wie wir ausbilden wollen. Das weiß man, wenn man weiß, wie man spielen will, in den verschiedenen Alterskategorien. Und dann kann auch ein sportliches Konzept entstehen, zumindest mal von unten bis an den Übergangsbereich. Das heißt, dieses sportliche Konzept wird aber dann von einem ganzen Team entwickelt und ist nicht etwas, was du klar vorgibst. Wir haben ja erstmal diese Funktion überhaupt gründen müssen.
Und da war Onur Sinelen ein sehr wichtiger Starthelfer und seine Kapazität, die sieht man ja auch, dass er jetzt von Manuel Baum auch nach oben befördert worden ist. Trotz und alledem ist er natürlich nicht der einzige Treiber vom Thema Methodik gewesen, sondern wir haben ganz viele Trainer, die sich jetzt sehr in dieses Thema reinhängen. Das ist so das, was man sagt, der fußballerische königsblaue Faden, den man haben muss, eben über die ganzen Altersbereiche weg. Und da haben wir jetzt in dieser Zeit, egal ob Norbert Elgerts Co-Trainer Michael Eppers oder unser U16-Trainer Jakob Fimpel und alle sogenannten Ankertrainer, der Oliver Krause und der Sam Farocki für den Grundlagenbereich, die haben alle mit angepackt. Und insofern, da lege ich auch großen Wert darauf. Das darf nicht sein, dass ich komme und ich sage jetzt, so geht's. Wer sagt denn auch, dass man selber schon weiß, weil ich glaube, miteinander sind wir ein bisschen schlauer als jeder für sich. Und es war klasse zu spüren, mit welchem Engagement die Leute sich reingeworfen haben. Was mir hilft, ist, dass ich aus dem Pott komme und dass ich weiß, was hier für Fußball gespielt werden kann und was die Leute mitbringen, um erfolgreich zu sein. Und von dem her ist meine Rolle weniger die fachliche, natürlich als Trainer oder als Fußballlehrer, Besitzer von der Ausbildung her, kann ich jetzt da natürlich auch mitreden, aber es war für mich viel, viel wichtiger, dass sich die Leute einbringen, die jeden Tag mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen auf dem Platz stehen. Und dass wir auch immer noch den Einfluss von Norbert Elgert hatten, der sicherlich hier auch über den Verein am allermeisten sagen kann. Und wir auch ihn und seinen Input mit dabei hatten. Insofern war es eine Teamarbeit und das ist immer sehr viel besser, als wenn einer kommt und sagt, so machen wir es. Jeder Einzelne von uns ist dabei auch wieder ein Stückchen schlauer geworden. Ist es wichtig, auch seine eigenen Trainer dann auszubilden? Also mit Onur, du hast ihn gerade schon genannt, der ist jetzt Co-Trainer bei den Profis geworden, war eigentlich für die U17 vorgesehen, aber im Fußball geht ja manchmal sehr schnell. Ist es wichtig, auch nicht nur seine eigenen Spieler auszubilden, sondern auch aufgrund dieser Methodik, auf dieser Fußballphilosophie, auf dieser Spielphilosophie, seine eigenen Trainer auszubilden? Extremst wichtig, ganz wichtig. Also ich habe höchsten Respekt vor dem, was in Salzburg, in Heidelberg, / Hoffenheim passiert. Aber das kann nicht sein, dass aus dem Ruhrgebiet keine Trainertalente nachrücken sollen. Und wir haben hier so viele passionierte Fußballer, dass es für mich extrem wichtig ist. Und jetzt sieht man ja schon, dass das dann auch alle, und da schließt sich der Kreis dann, wenn man dann irgendwann mal wie Tim Hoogland in der U19 war bei Norbert Elgert und kommt dann als Trainer wieder zurück. Was gibt das für einen Zusammenhalt? Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Und wir haben die Spieler ja. Wir haben mit Charles Tucky haben wir den nächsten. Jetzt ist es uns gelungen, Kai Hesse von Frankfurt zurück in die Heimat zu holen. Und wenn er im Gebäude rüben mit mir rumläuft, sagt er, ja, da war mein Zimmer hier, als ich Nachwuchsspieler war. Da muss unbedingt was raus werden. Und das ist eine wichtige Strategie für mich, dass wir den Jungs, die hier ausgebildet worden sind, aufzeigen können, hey, ihr seid hier herzlich willkommen. Ihr könnt hier ein Praktikum machen, um erstmal alles anzugucken, aber ihr habt doch wirklich eine Chance, weil eure Kapazität, die ist wirklich gefragt. Ist diese, du hast Hogi angesprochen, Kai Hesse angesprochen, sind solche Spieler, die dann wieder zurückkommen, einfach auch wichtig, um den neuen Spielern dieses Gefühl, Schalke 04, was es ja zweifelsohne was anderes ist als Heidelberg, wie du gerade gesagt hast, weitergeben zu können, dass es Trainer sind, die sich einfach das hier nicht nur als Job sehen, sondern als, ich will jetzt nicht Berufung sagen, aber vielleicht sogar ein bisschen Berufung? Ja, doch, ich finde, das passt dazu. Es geht ja um die Qualität der Botschaft. Und ich glaube, dass wir damit ganz viel wettmachen können, was wir vielleicht finanziell nicht haben. Und wir müssen auf solche Werte setzen. Und ich glaube, dass das ankommt. Und wenn man ein Spiel sieht und Taki Coach gegen Hoogland, wenn es mal ein Spiel gibt, das ist einfach klasse. Und jetzt stellt man sich vor, ja, das könnte ja auch weiter raufgehen. Wichtig ist, dass wir zeigen, hey Jungs, ihr seid gefragt, wir können euch gut gebrauchen und ihr könnt was mitnehmen.
und ihr könnt mitgestalten. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Die Wirkung auf die Spieler ist ganz enorm und die ist uns eben auch wichtig, weil sie eben das Stückchen mehr produziert, was dann aus 1 und 1 3 werden lässt. Lass uns noch mal einmal in den internationalen Vergleich gehen. Früher waren die deutschen U-Nationalmannschaften immer das Maß aller Dinge. Aber gerade zuletzt haben die Franzosen, die Engländer und die Spanier extrem aufgeholt. Wie siehst du den deutschen Nachwuchsfußball aktuell? Kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle? Als ehemaliger Jugendnationalspieler und es hat mir dann halt nicht gereicht, weil es da bessere gab, weiter rauf, U21 oder A-Nationalmannschaft und trotzdem, ich habe das noch so im Kopf, ne? Wenn du da stehst und du darfst vielleicht auch mal den Wimpel tragen und darfst vorne in der Reihe stehen als Kapitän und ja, und dann siehst du das, was jetzt eben gerade Tatsache ist. Und auf der einen Seite, ja, es ist richtig, die anderen sind gut. Ich nehme da vor allen Dingen mal ein Land, was man gar nicht so auf dem Zettel hat, die Portugiesen. Die Portugiesen sind immer gut, schon immer gut gewesen. Haben auch nur, ich glaube, 9 Millionen Einwohner oder sowas. Und da sieht man, was man da rausholen kann. Ne? Und Wir haben in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach den Anschluss verpasst und wir haben auch ein Stück weit unsere Identität und von unserem Stolz verloren. Es darf nicht sein, dass wenn man gegen Deutschland spielt, dass der Gegner diesen Respekt nicht mehr hat. Und ich weiß noch, es gab Zeiten, als ich technischer Direktor in der Schweiz war, wollten wir zum Hallenturnier nach Sindelfingen, wollten mitmachen. Und dann haben wir angefragt, ob der FC Basel mitmachen darf. Ja, und dann haben sie gesagt, nee, bei uns nur die Nationalmannschaft der Schweiz. Da muss man sich vorstellen, also bei einem Hallenturnier in Deutschland durfte damals gerade die Nationalmannschaft mitmachen. Und Club? Nein, unmöglich. Und inzwischen ist es so, dass du sagst, na ja, du, wir fahren nach Deutschland, wir haben eine Chance. Da sind andere Länder uns, glaube ich, vorweggelaufen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass wir ein falsches Ausbildungsverständnis haben. Jetzt sehen wir gerade, ich habe gerade mit dem Geburtstagskind Jörg Behner telefoniert und sagte unserem U17-Trainer, dem ehemaligen Co-Trainer von Uno Sinnel, und sagte gerade zu ihm, aber merkst du jetzt nicht, jetzt ist Corona, wie wichtig auf einmal das Training ist? Wir stellen jetzt nicht mehr alles nur aufs Spiel ab, egal mit wem wir jetzt trainieren würden. Auf einmal ist das Training so wichtig geworden, weil wir froh sind, überhaupt auf dem Platz zu sein. Und das Spiel, naja gut, das ist die Bestätigung der Ausbildung. Und ich glaube, das Resultat war viel zu wichtig bei uns. Wir haben Ausbildungsinhalte, die auf die verschiedenen Altersbereiche angepasst werden müssen, haben wir einfach kopiert von den Profis. Wir haben meiner Meinung nach ein falsches Verständnis davon gehabt, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, mit der Resultatorientiertheit und nicht altersgerechten Inhalten, aber einer zunehmenden Professionalisierung, die das Ganze dann eben verschlimmert, weil dann bin ich jetzt eben nicht mehr auf Zeche und gehe nachher noch meine Mannschaft trainieren, sondern dann bin ich Profi und dann muss ich ja was liefern. Ja, an was messe ich das? Ja, ich muss gewinnen und ich muss oben stehen. Und das hat uns sehr, sehr viel gekostet. Sehr viel gekostet. Und ich glaube, dass wir in erster Linie an der Reihe sind. Wir müssen gucken, dass das auf dem Platz anders aussieht. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch einiger sein. Deswegen ist dieses Konzept, dieser königsblaue Faden für uns so wichtig. Und dann werden wir auch schnell wieder da sein, weil Galaxien entfernt sind die anderen nicht. Wir müssen einfach nur anfangen, es konsequent richtig zu machen. Und von dem her bin ich zumindest, was ich beeinflussen kann, was Schalke 04 betrifft, momentan optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber das ist ein Weg. Weil auch wenn wir Spieler für die erste Mannschaft ausbilden, heißt das noch nicht, dass wir Spieler für die A-Nationalmannschaft ausbilden. Und dann heißt es auch noch nicht, dass die Spieler Weltmeister werden. Wenn wir dahin wollen, wo momentan die Franzosen sind und auch die Engländer sind, dann haben wir noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Aber wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Und das ist schon mal gut. Und dann dürfen wir uns nur nicht aufhalten lassen, sondern müssen wir Fahrt aufnehmen. Du hast gesagt, Entwicklung, sportliche Entwicklung, haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Für mich, der jetzt auch schon etwas länger in diesem Bereich tätig ist,
In diesen Nachwuchsmannschaften wird immer mehr abgenommen, weil es professionalisiert wird. Den Spielern wird immer mehr abgenommen. Schon jüngere U-Mannschaften leben wie Profis. Inwieweit ist es da wichtig, trotzdem noch die Persönlichkeitsentwicklung im Auge zu behalten der einzelnen Spieler, dass sie halt nicht schon frühzeitig den Kontakt zum Boden verlieren? Ist der Schlüssel. Magst du dich erinnern? Ich habe ja vorhin gesagt, was muss ein Spieler haben, dass er oben ankommt? Ja, und dann dürfen wir nicht vorher alles tun, dass das gar nicht passiert. Die Persönlichkeitsentwicklung ist extrem wichtig, wobei ich die nicht reduzieren will auf, wir nehmen den Jungs alles ab. Das wäre mir auch wieder zu einfach. Ich mag ein Interview von Julian Nagelsmann sehr, der sagte, ja, als er U17-Trainer war, U19-Trainer war, da war für ihn klar, er muss gucken, dass der Platz gemäht ist und dass der gewassert ist, damit die Passgeschwindigkeit auch maximal ist und die Kameras müssen stehen und man muss den neuesten Touchscreen haben, um was zeigen zu können und so. Ja, das ist diese Professionalisierung, von der er heute sagt, auf einem schlechten Platz zu trainieren, ist manchmal auch nicht schlimm. Ja, und diese Balance zu finden, ihnen im richtigen Moment Probleme zu geben, ihnen beiseite zu stehen, wenn es schwierig ist, sie zu lösen und dann aber auch Rahmenbedingungen zu haben, die es vergleichbar machen, wenn wir dann gegen die U21 von Portugal gewinnen wollen oder gegen die Nationalmannschaft 1B von Frankreich ist immer noch voller richtig guter Talente. Wenn wir da mithalten wollen, müssen wir trotzdem ein paar Rahmenbedingungen auch schaffen, die professionell sind, die einfach überall inzwischen international gelten. Und trotzdem ist es so, so wichtig an der Persönlichkeit von Talenten, und damit meine ich Spieler und Trainer, weil an der Persönlichkeit arbeitet in erster Linie der Trainer. Und deswegen müssen die Trainer sich auch bewusst sein, wie sie dies mit den Spielern entwickeln. Und sie müssen wissen, was ihre Rolle in diesem Moment ist. Und da kann der Einfluss in der U9 nicht der gleiche sein wie in der U19, sondern jeder muss wissen, in diesem Segment, wo die Eltern ihm das Kind anvertrauen, hat er diesen Job zu machen. Und der geht aber nur und ausschließlich über die Persönlichkeit, weil die macht am Ende auch den Unterschied. Zum Abschluss die Frage, wir gehen aufs Jahresende zu. Was wünschst du dir für 2021? Ich wünsche mir für 2021 die gleichen fruchtvollen Diskussionen rund um das Spiel, die gleichen Fortschritte, den gleichen intensiven Austausch, der sich für mich jetzt eher, weil ich mehr Menschen, mehr Trainer erreiche mit der Digitalisierung, der sich jetzt eher erhöht hat. Aber all das auf die Seite. Ich wünsche mir, dass wir zu unserem normalen Leben zurückfinden und dass wir auf dem Weg dahin nicht noch allzu viel verlieren. Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es einen sehr interessanten Einblick, auch in die Hintergründe der Knappenschmiede. Und wir hoffen natürlich, dass du noch häufig im Stadion sitzen wirst und sagen kannst, ah, der kommt von uns. Sehr gerne. Danke. Danke auch.